Na, hocken sie bei Langeweile auch immer nur rum und sind unproduktiv. Haben Sie denn eine Ahnung, wie Sie das ändern könnten? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für Sie. Guys, vielleicht hattet ihr ja auch mal in letzter Zeit das ein oder andere Mal ein bisschen Langeweile. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so mache während meiner Freizeit. Jetzt vor allem, wo die Schule vorbei ist und Corona, könnte das ja ein bisschen hilfreich sein für euch. Ich finde, gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass man sich ein paar Routinen aneignet. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit meiner Morgenroutine rein. Als allererstes, wenn ich aufstehe, mache ich meine Skincare. Alle Produkte, die ihr jetzt seht, habe ich mir alle selbst gekauft. Also ich kriege kein Geld dafür und es ist keine Werbung, die gefallen mir einfach. Als allererstes benutze ich einen Reiniger von Mary Kay, der 4-in-1 Reiniger und der heißt Timewise. Dann folgt eine Feuchtigkeitscreme von Detox, die heißt Aqua Moisture. Und dann natürlich noch eine Creme gegen die Augenringe. Das ist die Lift Plus von Diadermine. Die heißt Hydra Lifting Augenkontur. Und was ihr auch immer machen könnt, gehört jetzt nicht unbedingt zu meiner Morgenroutine, sind Masken drauf machen. Und nach meiner Skincare kommt dann der Sport. Ich wechsle mich immer ab zwischen Kraft- und Cardio-Training. An meinen Krafttagen mache ich immer zuerst was zum Aufwärmen. Das heißt, wenn das Wetter gut ist, gehe ich raus joggen, so eine Viertelstunde etwa. Und wenn das Wetter eher schlechter ist, erstmal 5 Minuten Seilspringen und eher 10 Minuten HIIT-Workout. HIIT-Workout, keine Ahnung, wie man das eigentlich nennt. Von Pamela Reif meistens. Ja, und danach folgt dann meistens ein Bauchworkout und danach immer abwechselnd von den Tagen her ein Workout für die Beine, für den Po, für den Oberkörper. Was gibt's noch? Für die Arme. Ja, das mache ich dann immer an diesen Krafttagen und danach folgt dann immer noch so 10 Minuten Yoga. Da liebe ich den Kanal von Yoga with Bird. An den Cardio-Tagen, da gehe ich meistens auf den Stepper, auf das Fahrrad, bis ich so um die 600 Kalorien verbrannt habe. Oder mache ein Workout von Grow with Joe, den auch so etwa 45 Minuten, je nachdem, was man sich da aussucht. Auch super. Und danach, wie immer, Yoga. Ja, was man mit Yoga auch gut verbinden kann, ist das Meditieren. Dafür nutze ich dann auch oft YouTube-Videos und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Meditieren echt viele Vorteile mit sich bringt. Also zum Beispiel besseren Fokus, mehr Konzentration, mehr Kreativität, Entspannung. Also soll ja gut sein. So, das war's jetzt erstmal mit meiner Morgenroutine. Jetzt würde ich zu anderen Dingen kommen, die ich einfach so den ganzen Tag über verteilt mache. Und ich denke, das beste Rezept gegen Langeweile ist eigentlich, seine Leidenschaften auszuleben, Projekte zu haben, an denen man wirklich weiterarbeiten möchte, für die man wirklich lebt, sozusagen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwas, was ihr schon immer machen wolltet, und dann ist, glaube ich, jetzt die Zeit dafür, damit anzufangen. Und wenn ihr sowas noch nicht habt, dann hilft einfach ausprobieren. So, ich will jetzt zuerst mal mit ein paar praktischen Dingen anfangen, die ihr so machen könnt, wenn ihr Langeweile habt. Mein allererster Tipp ist Ausmisten. Ausmisten ist der Hit. Ich habe letztens auch mal angefangen. Ich habe das die ganze Zeit vor mich hingeschoben, aber jetzt, wo ich es gemacht habe, fühle ich mich echt gut. Ich habe tatsächlich einen ganzen Korb hier schon mal, aber das ist erst der Anfang. Ja, ich fühle mich einfach besser, wenn ein bisschen mehr Platz in meinem Schrank ist und wenn ich Sachen, die ich sowieso nie anziehe, dann einfach mal in die Altkleidersammlung geben kann. Das tut doch einfach gut. Außerdem macht es ja auch sehr viel Sinn, das einfach mal vor dem Ausziehen zu machen. Was aber auch noch sehr viel Sinn macht vor dem Ausziehen, ist Kochen. Ich weiß, man muss sich manchmal dazu überwinden,
weil man einfach zu faul ist. Kenne ich, fühle ich. Aber da muss man immer durch und es kann ja nicht schaden, ein paar Gerichte zu können. Oder nicht? Ansonsten liebe ich es auch, mich weiterzubilden. Das kann man ja auch super über irgendwelche YouTube-Videos machen. Einfach sucht euch ein Thema aus, was euch interessiert und lernt ein bisschen was darüber. Ansonsten kann man auch immer eine neue Sprache lernen. Das habe ich auf jeden Fall mir auch mal vorgenommen. Ich wollte immer schon Spanisch lernen. Deswegen neue Sprache über irgendeine App ist immer cool. Außerdem kann man ja auch arbeiten gehen. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen Nachhilfe geben. Aber es gibt auch jetzt viele Sachen während Corona eigentlich, die man machen kann. So irgendwelche Ausliefersachen und sowas. Gibt auf jeden Fall was, was man machen kann. Ja, ansonsten ist Spazierengehen auch immer eine gute Idee. Frische Luft und so. Kommen wir jetzt mal zu eher kreativeren Dingen. Die machen nämlich meiner Meinung nach besonders viel Spaß. Meine kreativen Projekte sind natürlich YouTube, aber auch natürlich Insta. Ich mache schon jede Woche eigentlich ziemlich viele Bilder für mein Instagram. Schaut da vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Artika Sayed heiße ich da, falls ihr das noch nicht wisst. Ansonsten habe ich auch so das Singen für mich entdeckt, einfach so als Hobby für mich. Aber in letzter Zeit auch sehr das Malen. Ich war eigentlich nie so der Malmensch. Aber ich kann euch mal ein Bild zeigen, was ich jetzt gerade angefangen habe. Es ist noch nicht ganz fertig. Aber bestimmt sieht man jetzt nicht alles und das ist gerade auch sehr schwer. Ja, ihr wisst ungefähr, was das wird. Also es gibt viele nice YouTube-Tutorials für so Sachen zu malen. Kann ich nur weiterempfehlen, auch wenn ihr nicht der größte Malfan seid. Es gibt viele Sachen, die man dann doch hinkriegt. Was auch eine echt coole Idee ist, ist ein Vision Board. Das heißt, ihr ladet euch Bilder von Pinterest runter zum Beispiel, die euch gefallen, die euch an eure Ziele erinnern, die euch motivieren. Und dann gestaltet ihr euch eure eigene Collage, die ihr dann später als Hintergrundbild verwenden könnt. Hier seht ihr jetzt mein eigenes Vision Board. Das hat, wie ihr seht, überall einen kleinen Touch von Freiheit, weil mir das besonders wichtig ist. Links oben seht ihr das Reisen, darunter Freunde, weiter rechts meine Leidenschaften, also Schauspielen, Fotografieren, Modeln. Rechts oben das Leben in einer Großstadt, beim Studium. Weiter links den Sport, der in meinem Leben auch eine große Rolle spielt. Zwischen den Bildern seht ihr auch immer ein paar passende Sprüche. Und so habt ihr dann ein schönes Hintergrundbild für euren Laptop, an dem ihr euch immer freuen könnt. Mir hat das Vision Board geholfen, mir vor Augen zu führen, wie viel das Leben wirklich zu bieten hat und was meine Ziele sind und was ich eigentlich will. Und natürlich ein schönes Hintergrundbild. Ja, was ich euch auch ans Herz legen kann, ist Tagebuchschreiben. Tagebuchschreiben ist mittlerweile zu einer Abendroutine für mich geworden. Das mache ich eigentlich schon seit der Grundschule täglich. Und einerseits ist es schön, diese ganzen Erinnerungen einfach später noch zu haben. Und andererseits hilft es aber auch einfach mal, seine ganzen Gefühle und Gedanken, die man den ganzen Tag über hatte, runterzuschreiben und dadurch den Tag hinter sich zu lassen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen geben. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, wenn das Video für euch hilfreich war, hinterlasst gerne ein Like. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal.